Hallo und herzlich willkommen, euer King Schiff hier. Ich möchte mit euch heute Gunsmith Part 2 durchsprechen, welche Teile ihr dafür benötigt und wie ihr die Waffe zusammenmodden könnt, um sie dann erfolgreich bei Mechanik abgeben zu können. Also, let's go! Für diejenigen unter euch, die einfach nur schnell sehen wollen, welche Teile benötigt werden und wie man sie auf welchen Slot zieht, hier seht ihr die fertig zusammengemoddete Waffe, wie ich sie bei Mechanik abgeben kann. Ganz wichtig, achtet darauf, dass auch der Stock zusammengeklappt ist, damit sie die Maximalgröße hat und dass die Durability in Ordnung ist. Achtet wirklich darauf nicht, dass ihr eine Waffe gelootet aus einem Skillfeld oder ähnlich mit rausbringt und euch wundert, hey, warum kann ich die nicht abgeben? Dann schauen wir doch einfach mal rein, wie ich die Teile ranbekommen habe, die wir benötigen für die Waffe. Ich selber habe gleich die AKS-74U aus Gunsmith Part 1, die wir als Belohnung erhalten haben, aufgehoben. Das wäre dieses Modell, das benötigen wir. Man könnte diese AKS-74U allerdings auch auf dem Flohmarkt erwerben, falls man diesen schon freigeschaltet hat, und im Zweifelsfall über Prepper kaufen. Das dürfte sogar Prepper Stufe 1 sein, AKS-74U für 24.000 Rubel. Die Waffe brauchen wir erstmal grundlegend. Dann muss ich gleich dazu sagen, das ist nur ein Mod-Beispiel. Grundlegend ist es bei den ganzen Missionen nicht immer zwingend erforderlich, genau 1 zu 1 die Waffe jetzt so zu modden, wie ich es beispielsweise mache, sondern es geht grundlegend immer um Werte, die erreicht werden müssen. Wie ihr die Werte erreicht, das steht euch grundlegend frei in so einem gewissen Maß, was halt je nach Modding-Teilen möglich ist. Ihr müsst sie so nicht modden. Ich gebe sie so auf jeden Fall ab. Es funktioniert dann halt, wenn ihr andere Varianten findet, ist das auf jeden Fall super. Ihr benötigt noch ein B11 Handguard. Diesen erhaltet ihr bei Skier für 5.900 Rubel, Skier Stufe 1. Da könnt ihr diesen kaufen. Dann benötigt ihr den KHC Foregrip. Da muss ich sagen, Peacekeeper Stufe 1 sollte den grundlegend fast immer griffbereit haben für 32 Dollar. Dann benötigt ihr den RP 1, das ist der Händel. Auch bei Skier Stufe 1 könnt ihr den erwerben. Und was, glaube ich, somit das Schwierigste ist, das 60er Magazin. Hier seht ihr ein Händel für 3000 Rubel. Das 60er Magazin gibt es jetzt mehrere Varianten. Ihr könnt das 60er Magazin craften im Hideout in der Toilette für ein Cactape und 4 AK Magazin. Könnt ihr es craften. Ihr könnt es aber auch bei Prepper, allerdings Stufe 2, traden, falls ihr bis dahin noch keins irgendwie ranbekommen habt. Oder im allerschlimmsten Fall, wenn gar nichts geht, könnt ihr es auch auf dem Flohmarkt kaufen. 41.000 Rubel ist teuer, aber Standard kostet es bei Papo halt auch 38.000, knapp 39.000 Rubel. Also der Sprung dazwischen ist jetzt nicht so groß. Ja, dann setzen wir die Waffe mal zusammen. Dazu ziehe ich einmal den Handguard runter, schiebe den neuen drauf. RP mit drauf, zack, altes Magazin raus, das da ist der Mac, 16 Magazin rein. Dann müssen wir die Waffe noch zusammenklappen, weil die maximal 6 Kacheln lang sein darf. Und dann schauen wir mal, ob wir auch alles richtig gemacht haben. So, ganz für Part 2, Turn in, AKS-74U auswählen und Quest abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt es mir irgendwo, wo ihr es mir schicken könnt. Oder kommt doch gerne in meine Livestreams rein. Ich würde mich darüber freuen, auch über Feedback, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute auf Rü. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.